Jahre Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Mit dem heutigen Thema, ihr habt es schon im Intro gehört. Jaha, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Sangen einst. Tokotronik. Richtig. Und es gilt für immer. Es gilt für immer, richtig. Es ist in Stein gemeißelt. Richtig. Genau. Es geht um die Jugend in der Popkultur. Richtig, genau. Und wo wir davon gerade sprechen, bei mir wird die Band auch noch eine größere Rolle spielen. Mal gucken, ob das heute schon im ersten... Ja, du warst doch auch schon im ersten Teil. Ja. Ja, hatte ich mir schon mal so rausgegriffen auch, okay, weil schön. Die da irgendwie auch reingehören in das Ganze. Ja. Genau. Ja, die Jugend ist ja noch nicht so lange her, Natascha. Schlimm, ne? Schlimm, also sage ja ich dir, die Jugend. Bei dir noch weniger her als bei mir. Ja, nur 2, 3, 4 Jahre, ne? Weniger, das stimmt. Ja. Ja. Hast du noch gute Erinnerungen daran? Ja, habe ich. Ja. Insbesondere deshalb, weil, wir sprachen vorhin darüber kurz, ich gerade wild am Digitalisieren bin. Genau, Natascha ist unter die Videodigitalisiererinnen gegangen. Genau. Ich digitalisiere seit einigen Monaten, muss man inzwischen sagen. Das halbe Leben. Das halbe Leben, genau. Ja. Ich digitalisiere VHS-Kassetten, so wie man das dann so macht. Ne? Ja, also heißer Tipp, wenn ihr eine VHS-Kassette rumliegen habt, ihr wisst, richtig, an wen ihr euch jetzt wenden müsst. Richtig, richtig. Und... nun ja, auf jeden Fall beginnt das Ganze. Wir haben damals die Videokamera gekauft, da war ich 13. Mhm. Und das ist ja so gerade so das Alter, wo alles ein bisschen merkwürdig zu werden beginnt im Leben. Ja, ne? Bei Frauen schon ab 13, beim Jungs erst ab 15. 18. Ja, aber es ist total interessant, also unabhängig davon, ist natürlich schön, ist sowas alles wiederzusehen und so, ne? Es ist aber auch total interessant zu sehen, wie sich so die Körpersprache ändert. Ja. Also wir reden also jetzt hier vom Alter 13 und dann irgendwie ein Jahr später hast du dann dich als 14-Jährige und dann als 15-Jährige und da ist schon so ein großer Unterschied. Ja, ne? Ja. Also zum einen in den Bewegungen, mit 13 sehe ich aus wie so ein Fohlen, das nicht genau weiß, wie man jetzt mit diesen Gliedmaßen umgehen soll. Ja, ja, wirklich. Also ich habe so gedacht, so als Kind hat man sich einfach ganz normal bewegt. Ne? Da hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie wirke ich oder so. Genau. Man ist einfach. Ja, man ist. Genau. Ja. Und dann kommt aber irgendwann das Alter, wo man sich seiner Außenwahrnehmung ja auch so ein bisschen bewusster wird. Mhm. Und das merkt man auch total an der Art, oder ich merke es mir selbst an, ich sehe das an mir, dass ich das irgendwie, dass ich auch nicht so den Dreh raus habe. Ja? Aber mit 14 dann wahrscheinlich schon. Dann schon eher, auf jeden Fall. Und mit 15 werde ich dann so ein bisschen schnippisch teilweise. Ja, ne? Okay. Oder cool irgendwie, vermeintlich, ja, mit so komischen Sprüchen und so. Geil. Das ist total witzig zu sehen. Sehr geil. Ja, ja, es ist so geil, wenn man so alte Aufnahmen hat. Ich habe auch letztens bei meinem Vater, haben wir bei alten Videokassetten, die haben die auch digitalisiert und wir haben uns das dann über den Fernseher angeschaut. Das war so lustig. Es war vor allen Dingen sehr lustig zu sehen, dass sämtliche Klamotten, die ich damals getragen habe, die dreht heute meine Tochter komplett von mir auf. Ja. Ja, das ist schon geil. Also nichts ist weggekommen, alles existiert noch, nur jetzt eben am eigenen Kind, weil die das so feiert, die 90er Jahre. Genau. Mhm. Ja, dann lass uns mal das Thema endgültig anschneiden. Ja. Ich habe mal so ein bisschen Input hier. Zum Thema Jugendbewegung und Jugendkultur. Man muss das ja so ein bisschen vielleicht, ja, man muss es so ein bisschen getrennt voneinander betrachten, weil bevor es eben Jugendkultur in dem Sinne gab oder auch so bezeichnet wurde, gab es eher die Jugendbewegungen, kann man sagen. Da wird so besonders im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, werden da eben so einflussreiche Strömungen bezeichnet, die dem von der Industrialisierung geprägten städtischen Leben dann vor allem in Kreisen der bürgerlichen Jugend sich ausbreitende Hinwendungen zum Naturleben entgegengesetzt hat. So. Also sprich, die haben sich dann getroffen, um draußen irgendwelche schönen Sachen zu machen. So. Und ein weiteres Merkmal war auch so der romantische Rückgriff auf Kulturelemente, wobei die Wiederaneignung von Volksliedern zum Beispiel und unmittelbare Formen der Geselligkeit eine herausragende Rolle gespielt haben. Kein schöner Land zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Auf der junger Wandersmann. Richtig, genau. Die Mundorgel als Standardwerk. Ja, als Bibel, genau. Da gibt es zum Beispiel die aus dem Wandervogel hervorgegangene Bewegung, bestand aus einer Vielzahl von Kleingruppen, die selbstorganisiert dann unter Führung meist junger Erwachsener hauptsächlich Wanderungen und Fahrten an Wochenenden oder in den Ferien durchgeführt haben.
Und da stand dann zum Beispiel Reformpädagogik, Freikörperkultur und Lebensreform in enger Wechselwirkung mit dieser Jugendbewegung. Mhm. Und die Urheberschaft für den Begriff, wie auch für den der Jugendkultur, beanspruchte der Reformpädagoge Gustav Wienecken. Mhm. Mit zunehmender Verbreitung dieser jugendlichen Wanderbetriebs entstanden die ersten Jugendherbergen auch. Das ist also auch so im selben Zuge dann gekommen. Ja, und dem Selbstverständnis nach zunächst war es unpolitisch, waren dann die verschiedenen Gruppierungen der zeitgenössischen ideologischen Strömungen demnach ausgesetzt und daran orientiert. Und tiefe Einschnitte für diese Bewegungen stellten zum Teil dann der Erste Weltkrieg dar, auf den die politisch stärker polarisierte Phase der bündnischen Jugendbewegung folgte, und zum anderen die nationalsozialistische Machtergreifung 1933, die zur Zwangseingliederung aller anderen Jugendverbände in die Hitlerjugend oder zu deren Auflösung halt führte. Also nicht zu der Hitlerjugend, sondern zu den anderen, genau. Ja, und als Jugendkultur werden die kulturellen Aktivitäten und Stile von Jugendlichen innerhalb einer gemeinsamen Kulturszene bezeichnet. Und der Begriff wurde eben von Gustav Wienecken, der hat übrigens von 1875 bis 1964 gelebt, die wurden von dem geprägt. Und der Kern der Jugendkultur ist die Etablierung einer eigenen Subkultur innerhalb einer bestehenden Kultur der Erwachsenen, da diese den Heranwachsenden keine sie befriedigenden Ausdrucksmöglichkeiten für ihr als neu empfundenes Lebensgefühl anbietet. Fand ich ganz schön. Das war jetzt ein Zitat übrigens. Ja, und eine Jugendsubkultur im weitesten Sinne gibt es dann so in jeder neuen Generation. Aber nicht jedes Mal wird die Gesamtkultur dann da stark von beeinflusst. Aufgrund der Komplexität der Vorgänge innerhalb so einer Jugendbewegung und ihrer Interaktion mit gesellschaftlichen oder politischen bestehenden als auch ästhetischen Elementen der Erwachsenenkultur werden dann so die Bedeutung und der Einfluss der Jugendkultur auf eine Gesellschaft oft kontrovers diskutiert. Die Inhalte von der Jugendkultur stehen meistens dem Mainstream der Erwachsenenwelt oder konkret der Elterngeneration entgegen oder ironisieren diese auch. Verschiedene Jugendliche zeigen dann je nach psychischer Disposition und sozialem Niveau eine unterschiedlich stark ausgeprägte Affinität zu ihrer Jugendkultur. Das haben wir ja heute auch. Mhm. Und identifizieren sich mit einer bestimmten Jugendkultur über Gruppensymbole. Und diese dann artikulieren sich dann auch in Jugendsprache. Ne, wird ja auch jedes Jahr das Jugendwort gewählt. Gerade haben wir Cringe, ne, ich glaube. Ja, bestimmt teilweise hochdifferenzierte Moderichtungen in Hinsicht auf Musikstil oder Kleidung, Schmuck, Tätowierungen, Konsum bestimmter Rauschmittel. Zumeist haben die Symbole dann auch Kultcharakter. Gab es in unserer Jugend was Bestimmtes, was dich so, oder in deiner Jugend, wo du sagst, das hat dich innerhalb deiner Jugendkultur, der du vielleicht angehört hast oder dich identifiziert hast, gab es da bestimmte Symbole? Da komme ich im zweiten Teil drauf, weil ich wollte jetzt noch erst in der Vorzeit. Ja, also du kannst mich gerne noch mal drauf ansprechen, aber auf jeden Fall. Also das Ding war bei mir sowieso, Natascha, ich habe mich nie so richtig irgendwie einer bestimmten Jugendkultur zugeordnet eigentlich. Ich habe immer, das war immer eine Mischung aus verschiedenen Dingen und dementsprechend habe ich jetzt auch nicht irgendwie äußerlich. Also ich glaube, das Einzige, wo ich mal äußerlich irgendwie einsortierbar gewesen bin, war zur Grunge-Zeit tatsächlich. Ja, weil ich mochte das ganz gerne, gammelig rumzurennen. So, Kleidung dann als Symbol, ne? Genau, kaputte Hosen, karierte Hemden, lange Haare. Ja, Boots. Genau. Genau. Ja, die dann mit der Identifikation der Jugendkultur verbundenen Vorgänge sind dann eben von Fall zu Fall zu erfassen und allgemein und umfassend nicht unbedingt erklärbar. Zum einen liegen oft simple psychologische Motivationen, wie zum Beispiel die Steigerung der eigenen Attraktivität zum Zweck der beginnenden Partnersuche oder die Lösung vom Elternhaus, die Demonstration des Erwachsenseins und so weiter vor. Ja, und zum anderen wirkt der Wunsch dann auch nach Teilnahme an kreativer Gestaltung der Gesellschaft, durchaus auch auf der Basis der Kindheit vermittelter ideologisierter Werte. Und ja, auch Sex- und Gewaltfantasien spielen eine große Rolle. Oft sucht man Ursachen für die Entstehung der Jugendkultur auch in der Orientierungsphase der Jugendlichen, in der halt bestehende Werte neu überprüft und beurteilt werden. Und das scheint dann Jugendlichen innerhalb einer Gruppe leichter zu fallen, weil es eben gruppendynamisch passiert. Ne? Ja, und auch die Entstehung der Popkultur in den 50er Jahren
ich meine, unsere Popkultur hier geht ja ein bisschen weiter zurück, genau, aber eigentlich entstand das in den 50ern, dass immer mehr Menschen, die der, ja, der Jugend eben entwachsen sind, jugendkulturellen Phänomenen verhaftet blieben oder bleiben und sie weiter als Teil ihres Lebensstils und ihrer Identität begreifen. Und so finden sich dann auch im Publikum der Rolling Stones Menschen fortgeschrittenen Alters, die dem Kulturgenuss von Rock heute noch Begeisterung abgewinnen. Oder Punk-Konzerte, ja, oder sowas. Ja, genau. Können wir, glaube ich, für uns auch so unterschreiben. Gibt aber auch kommerziell nicht erfolgreiche Bands, zum Beispiel eben im Punk-Bereich, wie du es gerade schon sagtest, deren Motivation weniger im Profit liegt als im Ausdruck einer Gefühlsstruktur und die nicht dem der breiten Masse entspricht halt. Und Erwachsene, die ihrer Jugendkultur treu bleiben, spielen oft eine wichtige Rolle, da sie über Ressourcen und Organisation zur Verbreitung verfügen, die Jugendliche fehlen und weil sie eben Verständnisbrücken bauen können auch. Und demgegenüber steht die Verkindlichung. Darunter ist zu verstehen, dass Elemente der Jugendkultur derart populär werden, dass sie infolge der Kommerzialisierung auch Einzug in das Leben von Kindern halten. Dabei wird die Jugendkultur meist banalisiert, karikiert oder auf kindgerechte Versatzstücke reduziert. Beispiele sind zum Beispiel so der Schlumpfen-Techno der 90er, ne? Blümchen und so, ne? Die dann eben so eine verniedlichte Version der Hip-Hop-Mode darstellt und die aus dem gesellschaftlichen Rahmen raushebt, in dem die Bewegung ursprünglich stand. Und ich denke auch gerade an so Band-Shirts für Kleinkinder. Ja, zum Beispiel, genau. Das sind ja ganz klar die Kultur der Eltern. Ja, ne? Genau. Meine Tochter hat schon mit 7 ein Doors-Shirt getragen und nicht gewusst, was sie eigentlich trägt. Genau. Mittlerweile weißt du das schon. Sie hätte das Shirt auch gerne wieder, ist aber zu klein. Ja. Genau. Ja, ich möchte das jetzt nochmal kurz unterteilen und würde im zweiten Teil mit Teil 2 da fortfahren. Der erste Teil sind Jugendkulturen vor 1945, weil da gab es die Zäsur. Ich habe einen kurzen Einwurf. Ja, bitte. Und zwar fiel mir gerade ein, also mit jeder neuen Jugendkultur gibt es ja auch immer wieder Erwachsene, die sagen, was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, und die Jugend von heute, und das ist ein alter Spruch. Ne? Ja, ja, ja. Und richtig deutlich wurde das, als ich mal vor, ach, ist auch schon Jahre her, habe so ein Buch zu Hause, Letters of the Century ist das, heißt das. Das kommt mir bekannt vor. Gibt es leider nicht auf Deutsch, sondern nur im US-amerikanischen Original. Und das ist im Prinzip eine Sammlung von Briefen von bekannten, aber auch nicht bekannten Persönlichkeiten, Menschen des 20. Jahrhunderts, vor allem auf den US-amerikanischen Raum bezogen. Hast du da schon mal mir von erzählt? Vielleicht habe ich das schon mal gemacht. Das ist auch wirklich schön. Aber das beginnt direkt im Jahr 1900 mit, ich glaube, es war sogar ein bekannter Dichter, der einen Brief geschrieben hat und sich in diesem Brief darüber beklagt, dass die Jugend nicht mehr schön schreibt. Also keine schönen Briefe mehr schreiben kann und wie ätzend das sei und so. Das ist ja irgendwie, wo du, wenn du das so liest, denkst du, ja, das hätte auch heute, könnte auch heute jemand, könnte ich heute sagen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Das klingt ein bisschen nach dir. Ja. No offense. Ja, ja. Stimmt, nein. Es könnte wirklich von dir sein, auf jeden Fall. Ja. Also Jugendkulturen vor 45. Eine materialreiche, international vergleichende Geschichte hat der britische Sachbuchautor und Populärmusikhistoriker Jan Savage 2007 mit dem seit 2008 auch auf Deutsch vorliegenden, wegbereitenden Fachbuch Teenage, die Erfindung der Jugend, in Klammern von 1875 bis 1945 vorgelegt. Da sind dann weitere Beispiele in schriftlichen Quellen aus dem mittelalterlichen Byzantinischen Reich, finden sich gerade im städtischen Bereich schon Belege für männliche, jugendliche Subkulturen. Mit besonders modischen Accessoires wie etwa langen Haaren oder bestimmten Farben, die sie einer politischen Partei zuordneten, grenzten sich Gruppen von Jugendlichen sowohl vom Status als Kind als auch von den Erwachsenen ab. Und in Paris zum Beispiel bildeten sich 1795 nach dem Ende der Schreckensherrschaft, dem Grand Terreur, im weiteren Verlauf der Französischen Revolution unter dem Directoire, also auf Deutsch Direktorium, für einige Jahre eine demonstrativ unpolitische, modenerfindende und Vergnügungen suchende Jugendkultur des wohlhabenden Bürgertums heraus, die als Jeunesse Dorée, in Klammern vergoldete Jugend, bezeichnet wird. Viel üble Nachrede der Älteren erfuhr und nach dem Sturz des Direktoriums durch Napoleon dann auch auslief. Ja, und dann gibt es noch die Studentenbewegungen, die können als eine bekannte und frühe Form der Jugendkultur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstanden werden. Zum Beispiel auch Burschenschaften, Sängerschaften, im Vormärz dann die Turnerschaften auch.
Und die Ursprünge reichen bis in das Mittelalter zurück und verbreiteten sich im gesamten europäischen Kulturareal. Während der Jahre nach dem Wiener Kongress, also 1814 und 15, standen viele dieser Vereinigungen in Opposition zur reaktionären Politik der Restauration. Im damaligen deutschen Sprachraum forderten sie demokratische Freiheitsrechte und die nationale Einigung der Fürstentümer des Deutschen Bundes in einem deutschen Nationalstaat. Die entsprechende Bewegung, die vor allem von den Ideen des Liberalismus und des nach der Französischen Revolution in ganz Europa aufblühenden Nationalismus beeinflusst war, mündete in die bürgerlich-liberale Märzrevolution von 1848. Ja, dann die Jugendbewegung ab 1900 ist ein Beispiel in der Jugendkultur des 20. Jahrhunderts, im Wesentlichen bezogen auf den deutschsprachigen Raum. Zu ihr zählen dann beispielsweise der eben schon erwähnte Wandervogel und die bündische Jugend. Hat nichts mit Bünde zu tun, könnte man meinen. Genau. Ja, dann gab es, die haben wir auch schon erwähnt, nämlich als wir über unsere 30er-Jahre-Episode, die Swing-Jugend, also das war dann eher aus dem Jazz kommend, stellt im Nationalsozialismus eben eine kulturelle Opposition dar. Ja, und stärker politisch motiviert waren dann die Edelweiß-Piraten, die in der Tradition der bündischen Jugend standen und die sich während der Zeit des Nationalsozialismus gegen die Uniformität der Hitlerjugend wandte. Und die kleinen Gruppen der Edelweiß-Piraten waren insbesondere so im Kölner Raum aktiv und führten auch konkrete Widerstandsaktionen gegen das NS-Regime durch, bis hin zu Sabotage reichten, wofür einige von ihnen mit dem Leben zahlen mussten. Ja, und es hat auch lange gedauert, bis sie als Widerstandskämpfer überhaupt anerkannt wurden, auch in Nachkriegsdeutschland. Stimmt, Ich habe auch von denen, also es ist noch gar nicht so lange her, dass das erste Mal von denen... Ah, okay, ich habe als Jugendliche mal ein Buch dazu gelesen. Nee, ich habe das erst Jahre später, schon nach der Schule. Genau. Ja, einfach weil sie nicht so wurde schon behandelt werden. Genau. Ja, so viel erstmal zu meinem Input zum Thema. Gut, dann übernehme ich mal mit einem ersten Filmthema. Cool. Zum Thema Jugendkultur. Und zwar soll es um eine Filmreihe in den 60er Jahren gehen. Und durch diese... anders. Und Stars dieser Filmreihe, die so zu den ersten großen Jugendidolen, insbesondere in den USA, auch gezählt haben. Ja. Es geht um den Film Beach Party. Mhm. Sagt ihr das was? Mhm. Dieser Film hat noch eine Reihe anderer Nachfolgefilme nach sich gezogen. Und war nicht von den Beach Boys. Ne? Nee, nicht von den Beach Boys, nein, auch nicht von den Creed Boys. Der erste dieser Beach Party-Filme hieß eben Beach Party und im Hip-Hop-Jargon auch Beach Party. Beach Party. Genau. Ja, und ist 1963 erschienen. Mhm. Insgesamt hat es 7 solcher Beach-Party-Filme gegeben und die Zielgruppe waren Jugendliche, also ganz klar Jugendliche. Das war auch schon mal so ein Novum, also überhaupt, ich denke, da kommen wir im Verlauf auch der heutigen und der Sendung nächste Woche nochmal drauf zu sprechen, wie sich auch die Industrie quasi Jugend als Zielgruppe herausgesucht hat, ne? Das war zum Beispiel zu Beginn des Jahrhunderts ja nicht der Fall, weil da einfach mit Konsum jetzt noch nicht so viel los war, ne? Und Jugendliche auch nicht das Geld hatten, um zu konsumieren. Mhm. In den 60ern sah das dann schon wieder ein bisschen anders aus, ne? Interessant fand ich, dass diese Beach-Party-Filme von einer Low-Budget-Filmfirma herausgegeben wurden. Nämlich wann war das nochmal? 1963. 63. Mhm, Anfang der 60er. Mhm. Die Firma hieß AIP, also American International Pictures. War aktiv von 1955 bis 1988 und ist jetzt wohl vor einigen Jahren von, ich glaube, Metro-Goldwyn-Mayer nochmal quasi relaunched worden, sozusagen. Keine Ahnung, was sie seither gemacht haben, aber wie gesagt, es war eine Low-Budget-Filmfirma, die spezialisiert war auf Filme für Jugendliche. Und zur Zeit ihres Bestehens war das die wichtigste Independent-Filmfirma in den USA. Mhm. Ja. Wer spielte bei Beach Party mit? Es war zum einen Frankie Avalon. Der sagt dir vielleicht noch was als, tatsächlich auch Popstar der 60er Jahre, 50er, 60er Jahre. Ja, schon Fame, ja. Und an seiner Seite Annette Funicello. Ich weiß nicht, ob sie Funicello ausgesprochen wird. Kenn ich nicht. Ja, und das fand ich auch interessant, weil mir war sie vorher auch nicht unbedingt ein Begriff, aber Annette Funicello, oder beide waren Teenager-Stars. Mhm. Er war mit 19 bekannt geworden, 1959. Da hatte er seinen ersten Nummer-1-Hit mit Venus. Mhm. Und, das Venus? Hä? Das.
Venus? Nein. Okay, ich dachte nein. Ja, schon. Nicht die Bananarama-Coverversion Venus. Das war ja auch, ich weiß gar nicht, wer das im Original ist. Ja, das war, frage ich mich nämlich auch gerade. Ich überlege gerade. Ich weiß es nicht. Nee, ich auch nicht. Nein. Jedenfalls auch seine Hits, die er so rausgebracht hat, waren ganz konkret auf Teenies auch zugeschnitten. Mhm. Und sein Erfolg wurde insgesamt ein bisschen kleiner, als die British Invasion sozusagen kam, als Anfang der 60er Jahre die ganzen britischen Bands nach Amerika schwappten. Und ja, dann flachte das bei ihm so ein bisschen ab. Und Annette Funicello, von der du sagst, du kennst sie eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ging mir genauso. Ich würde sagen, man kann sie als frühe Britney Spears bezeichnen. Ach, krass. Ja, denn sie hat einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Mhm. Sie wurde mit 12 Jahren von Walt Disney entdeckt und wurde dann von ihm in den Mickey Mouse Club geholt, den es damals auch schon gab. Und sie gehörte zur ersten Generation, krass, der sogenannten Mouseketeers. Also es war so die Stammbesetzung, ja, da hatten die Kids diesen Namen. Sie gehörte zur ersten Stammbesetzung im Mickey Mouse Club. Geil. Diesen Mickey Mouse Club gab es seit 1955. Und seitdem war sie eben auch Teil dieser Stammbesetzung, mhm, und bekam auch an dem Jahr auch direkt einen 7-Jahres-Vertrag mit Disney. Ja, ganz schnell wurde Annette das beliebteste Mitglied dieses Ensembles, mhm, und relativ schnell bekam sie dann auch schon 6.000 Fanbriefe im Monat und dann auch weitere Disney-Rollen in Fernsehfilmen für Disney. Geil. Und so. Und also einen ähnlichen Verlauf wie Britney Spears, die ja auch als Disney-Club-Mitglied begonnen hat, ähnlich wie Justin Timberlake oder Ryan Gosling, glaube ich, ja auch. Ne? Ja, also da haben so einige angefangen, die später dann ja auch durchaus respektable Künstler und Künstlerinnen geworden sind. Mhm. Ne? Ja. Irgendwann begann sie dann auch zu singen und in Spielfilmen zu spielen. Sängerin war sie gar nicht so furchtbar gern. Also da hat man sie eher so ein bisschen in diese Richtung gelotst. Und sie hatte auch einige Hits in den späten 50ern und frühen 60er Jahren. Ja. Und dann kam eben diese Beachparty-Geschichte ab 63 und von da an war sie das Teenager-Idol schlechthin. Krass. Sie bekam dann bei AIP einen 7-Jahres-Vertrag. Wow. Ja, und worum geht es in dieser Beachparty-Filmreihe? Das Erfolgsrezept war relativ simpel. Also es ging um Jugendliche, die irgendwie an den Strand reisen und dort die Zeit miteinander verbringen im Sommer. Es ging um Surfen, ja, also da haben wir die Beach Boys. Ne? Ja. Strand und ja, so ein, zwei Erwachsene sind auch mit dabei, aber eher so als Quotenerwachsene und eine eher dünne Story. Mhm. Also es war jetzt keine anspruchsvolle Unterhaltung. Es diente wirklich dazu, ja, Jugendlichen einen netten Kino-Nachmittag zu bescheren. Ja. Dann gab es immer auch Musik, es wurde auch gesungen in diesen Filmen, irgendwelche Gags und natürlich immer auch ein nettes Happy End. Ja, diese Filmreihe wurde extrem erfolgreich in den USA und Jugendliche mochten zum einen eben dieses simple Konzept, ne? Mhm. Aber auch, dass sie ihre Lieblingsstars leicht bekleidet sehen konnten. Strand halt, in Badehose und Bikini. Ja? Gedreht wurde üblicherweise in Malibu, in Paradise Cove. Oh, ja. Allerdings im Winter, ne? Weil die Filme mussten ja rechtzeitig fertig produziert werden, bis sie dann im Frühling und Sommer ins Kino, okay, kommen konnten, passend so, ja, zum Vibe. Das heißt aber auch, dass die Schauspieler froren, ne? Während sie da drehten. Und Annette Funicello und Frankie Avalon waren das beliebteste Beachparty-Serienpaar. Es gab dann auch noch andere Schauspieler und Schauspielerinnen, die dann auch so Hauptpärchen gespielt haben in den Folgefilmen. Mhm. Die beiden waren insgesamt 5-mal gemeinsam in einem Beachparty-Film zu sehen. Und interessant fand ich, dass Walt Disney zuerst gar nicht wollte, dass Annette Funicello Bikini trägt. Also er dachte, das wäre schädlich für ihr Image. Ganz im Gegensatz zu heute, wo dann wahrscheinlich eher gedrängt wird. Ne? Das ist doch die Frage, ne? Zuge der ganzen Pädophilie-Debatte, ob das überhaupt noch ginge. Sowas. Oder ich sag mal so, als Britney aufkam, ja, ne? Ja. War das gern gesehen. Aber es gern so gesehen. Genau, inzwischen sind wir auch ein bisschen weiter. Ja. Zum Glück. Ja. Also er wollte vor allem auch, dass sie keinen Bauchnabel zeigt. Mhm. Das war für ihn so ein No-Go. Aber interessanterweise auch Annette Funicello wollte das nicht. Und weil sie einfach kein Sexsymbol sein wollte. Das war so, ja, ihr Hintergrund. Mhm. Ne? Allerdings, ob sie wollte oder nicht, machte Annette Funicello den Bikini zum It-Piece der frühen 60er Jahre. Krass. Ja, also es war plötzlich ein tragbares Kleidungsstück und auch ein ultra beliebtes Kleidungsstück für junge Frauen und
ja, Frauen halt einfach, ja. Der Bikini-Verkauf stieg massiv an in dieser Zeit. Und bei den Jungs war es das Surfbrett, das richtig beliebt wurde und massig verkauft wurde. Ja. Es gibt in diesem Film immer wieder auch so Surf-Szenen, wo du halt Leute auf ihren Brettern siehst im Meer. Die wurden allerdings nicht von den Schauspielern dargestellt, sondern von echten Surfern. Mhm. Ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwelche Cracks zuhören. Da waren unter anderem zu sehen Mickey Dora, Johnny Fain, Mike Nader, Ed Garner. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt große Namen sind, aber ich nehme mal an, dass man sich da nicht lumpen ließ in Walt Disney Studios und da die größten Leute geholt hat. Genau. Und diese Filmreihe hat mich erinnert an einen Film, den ich mal vor einigen Jahren gesehen habe. Und das ist für mich ein bisschen auch so das Gegenstück zu dieser Beach-Party-Kultgeschichte. Mhm. Nämlich ein Film, der bereits 1960 in die Kinos kam, mit dem Namen Where the Boys Are. Mhm. Wahrscheinlich auch nichts von gehört. Nee. Genau, ja. Es ist leider ein wirklich schöner Film, der aber echt ein bisschen untergegangen ist tatsächlich. Ja. Im Vorfeld, 1959, hat es bereits einen allerersten Beach-Film gegeben, unabhängig von dieser Reihe, nämlich Gidget. Da geht es auch um eine junge Frau, die in so ein Surfer-Milieu kommt. Mhm. Und dann kam eben Where the Boys Are. Die Regie führte Henry Levin. Und während eben diese Beach-Party-Geschichte eher albern und kurzweilig ist oder war, war Where the Boys Are ein bisschen ernsthafter. Mhm. Also auch durchaus lustig, aber er griff auch ernsthaftere Themen auf. Mhm. Dieser Film beginnt eben damit, dass vier junge College-Studentinnen, also Anfang des College, während des Spring Breaks aufbrechen nach Florida, nach Fort Lauderdale. Mhm. Und zwar dahin, where the boys are. Ja. Also ja, dahin, wo die Boys sind. Ja, wo die Jungs sind, genau. Genau. Und bereits in den ersten Szenen am total verschneiten College irgendwo im Mittleren Westen sehen wir halt die Hauptfigur Merritt Andrews, gespielt von Dolores Hart, wie sie in einem Seminar, in dem es um das Eheleben geht, crazy, ne? Aber ja, das lernte man wohl am College, wie sie mit der etwas älteren Dozentin über vorehelichen Sex diskutiert. Und also für 1960 ja schon auch, boah, ein Thema, wo du jetzt sagst... Das hätte ich da jetzt nicht erwartet. Hätte man nicht unbedingt erwartet. Vielleicht 1968, ja, aber nicht 1960. Nee. Ne? Genau. Und sie kriegt aber deshalb auch Stress mit der Direktorin und wird halt zitiert und gesagt, so, was meinst du damit? Und sie erklärt halt, ja, das ist halt verwirrend für uns irgendwie. Wir sind zerrissen zwischen diesen gesellschaftlichen Normen und dem, was... und der Realität unserer eigenen Generation, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja? Naja, das ist so ein bisschen so die Vorgeschichte dazu. Und dann reisen eben diese Freundinnen gemeinsam im Auto nach Fort Lauderdale, lernen dort natürlich auch Jungs kennen. Mhm. Und es ist tatsächlich auch ein eher unbeschwerter Film, der aber im letzten Drittel ernsthafte Komponenten bekommt, die auch, ich will jetzt gar nicht sagen, welches Thema da aufgegriffen wird. Teen Pregnancy? Nee, nee, okay. Date Rape tatsächlich. Oh. Um jetzt mal dann doch zu spoilern, okay, hier. Krass. Ja, genau. Genau, also es kommt eben ein Thema auf, das auch für die frühen 60er eigentlich unerhört ist. Nie gedacht, so, ne? Ja, ja. Und ich finde, dass das diesen Film wirklich auch angenehm abhebt von diesen sehr kommerziellen Beachparty-Filmen. Definitiv waren das Filme, die Jugendliche gerne geguckt haben. Ich weiß gar nicht, ob die so den Weg nach Deutschland oder Europa gefunden haben. Keine Ahnung, kann man ja mal die Elterngeneration fragen oder Oma und Opa oder so. Und ich würde gerne zum Abschluss noch ein Stück spielen, denn namensgebend für den Film, oder vielleicht auch umgekehrt, war ein Stück von Connie Francis. Auch die war ja ein großes Teenager-Idol ihrer Zeit. Und die hat nämlich das Stück Where the Boys Are gesungen, cool, das auch im Film vorkommt. Wahrscheinlich für den Film geschrieben und gesungen. Und das ist auch von 1960 und das hören wir uns jetzt mal an, bis wir uns gleich wiederhören. Very nice. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Oh, die Jungs sind. Ja. Ne? Schreib's mal auf meine Liste. Ja, sehr schön. Ja, wo die Jungs sind, kommen wir gleich zu einem Thema, was jetzt wird ein bisschen persönlich jetzt, weil ich komme jetzt mal mit einer Band um die Ecke. Und zwar laut meiner Wahrnehmung die erste Band, die ich überhaupt so wahrgenommen habe in meinem, eigentlich muss man sagen, in meiner Kindheit noch, da war ich also noch gar nicht Teenie. Ja, es ist also, geht nochmal einen Schritt weiter zurück. Mhm. Es war aber eine Teenie-Band. Und es war, glaube ich, die erste Teenie-Band ever. Die hießen nämlich auch The Teens. Ja. Kennst du auch noch, ne? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was von denen kenne. Ja, also ich kenne die wohl so als, ja. Ja, es war nämlich auch schon in deinem Geburtsjahr, mhm, nee, ein Jahr später, 78. Mhm.
Genau, also da wurden die gegründet und die waren hauptsächlich auch in den Jahren 78 bis 82 überwiegend in Deutschland erfolgreich, haben weltweit ca. 5 Millionen Tonträger verkauft und bestanden aus Gesang Robert Robbie Bauer, der coolste, Leadgitarre Uwe Schneider, Rhythmusgitarre Jörg Treptow, Bass Alexander Alex Möbius und Drums Michael Micha Uhlich. Und ja, die wurden 76 in West-Berlin als Schülerband von Michael Uhlich und Uwe Schneider gegründet. Und 78 wurde die Gruppe von der Plattenfirma Hansa unter Vertrag genommen. Ja, und die spielten so ein bisschen, die spielten lustigerweise englischsprachig, also es war nicht deutschsprachig, sondern englischsprachiger Poprock im Stile der Bay City Rollers. Und 78 wurde die Band dann durch einen Auftritt in Wim Tölkes Sendung Der große Preis bundesweit bekannt. Tölke. Ja, Produzent war Norman Eskett und die erste Single Gimme, 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 Gimme Your Love erschien 1978. Und sie war zugleich ihre kommerziell erfolgreichste und erreichte Platz 7 der deutschen Singlecharts. Und der Titel 1, 2, 3, 4, Red Light erreichte in Deutschland Platz 16, der Titel Give Me More Platz 18. Und The Teens veröffentlichten von 82 an, bis 82 an 5 Alben, die überwiegend von Norman Eskett komponiert wurden. Und das erste Album der Teens hatte vor Veröffentlichung bereits 90.000 Vorbestellungen und erreichte in den deutschen LP-Hitparade Platz 2. Wow. Das ist also schon echt nicht schlecht. Ja, die Popularität der Gruppe wurde dann noch von der Zeitschrift Bravo stark gefördert und The Teens waren 79 die erste deutsche Band, der ein Bravo Otto in Gold als beliebteste Popgruppe verliehen wurde. Der damalige Bravo-Fotograf Didi Zill schrieb einige Lieder für die Band und als erste westdeutsche Pop-Rock-Gruppe durfte sie eine Tournee durch die DDR machen. Nachdem die von Dieter Bohlen geschriebene Single New York im Jahr 1981 nochmal in die Charts gekommen war, löste sich die Band dann im Folgejahr auf. Mhm. Dann gab es nochmal ein Comeback 1996 und eine Neugründung 2016. Habe ich auch nicht mehr verfolgt, ehrlich gesagt. Der Ex-Sänger Robert Bauer, der veröffentlichte 1984 sein erstes Soloalbum Teenage Diplomat, produziert, größtenteils komponiert von Tom Cunningham. Und das zweite Soloalbum von Robert Bauer, Missing You, wurde im Dezember 2012 veröffentlicht. Es wurde größtenteils von Robert Bauer selbst komponiert und produziert. Und der gute Mann ist seit 2012 regelmäßig auf YouTube mit eigenen Songs sowie Coverversionen präsent. Ich habe mal reingeschaut. Es ist auch durchaus anschaubar. Ja. Ja. Man erkennt ihn auch noch ein Stück weit. Ja, ein bisschen mittlerweile sieht er aus wie Karel Gott. Und ich werde das mal verlinken, weil das Stück, was ich gleich noch spiele von den Teens, da gibt es sowohl die Version von The Teens als auch seine Coverversion, wo er es nur an der Gitarre spielt. Das ist mal ein schöner Vergleich. Und das heißt, du mochtest die richtig? Ich mochte die voll. Ja. Ich fand die mega. Wie weißt ich glaube, du, wie du an die rangekommen bist? Also wie das an dich ich habe die das erste Mal bei Ilja Richter Disco gesehen und die haben mich umgehauen. Ich was weiß genau? Weißt du noch, was einfach diese ganze Performance. Aha. Wir werden uns das hier ja gleich anschauen. Ja. Und mich hat das damals, glaube ich, auch dazu gebracht, überhaupt Musik zu machen, tatsächlich. Krass. Also es hatte wirklich einen Impact. Ich habe die da gesehen, dachte, boah, wie geil. Und alles so, die waren ja nun nicht viel älter als ich. Ja, doch schon ein bisschen. Die waren wahrscheinlich alle schon so um die 14, 15 und ich war gerade mal 6 oder so. Aber das hat mich einfach komplett umgehauen. Gimme Your Love wurde in Spanien als Dame, 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 Tu Amor in spanischer Sprache veröffentlicht und hielt sich dort für mehrere Wochen auf dem ersten Platz der Charts. Dieter Bohlen komponierte für die Band unter verschiedenen Pseudonymen. Als Eric Stix, Ryan Simmons oder Steve Benson schrieb er You Are in New York, Automatic World und She's a Groover. Und dann gibt es auf der LP-Hülle vom Album Explosions da steht DB plus so ein Gruß, er solle Sand in die Shorts bekommen. Da handelt es sich aber nicht so wie gedacht um Dieter Bohlen bei DB, sondern um den Musikmanager Dieter B. Linder. Das war unter anderem auch der Manager von Drafi Deutscher, Dieter Thomas Heck, Christian Anders und Gitte Henning, der während der Studioaufnahme mit den Gagen der gerade beendeten Tournee verschwunden war. Oh. Auch ganz geil, ne? Ja, genau. Und wir hören natürlich jetzt diesen Smash It, Gimme, 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 Gimme Your Love
Und du musst auf jeden Fall jetzt rüberkommen und dir gucken. Diese Performance bei Ilja Richter anschauen. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Gimme, 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 gimme. Babschuawa. Babschuadiwa. Genau. Ja, sehr schön und absolut nachvollziehbar, dass dich das so geflasht hat. Ja. Danke, ja. Es gibt mir wieder ein ganz gutes Gefühl, weil ich immer denke. Nee, muss dir nicht peinlich gut. sein. Nein. Also kein Guilty Pleasure. Nein, natürlich nicht. Okay, dann bitteschön. Ja, wir bleiben bei Teenager-Stars, wobei diese zwei Teenies, um die es jetzt gehen soll, schon ihre Karriere im Alter von sage und schreibe 9 Monaten begonnen haben. That's what I call early. Ja. Ja, kann man wohl so sagen. Ja. Frisch from the womb sozusagen. Ja. Geschlüpft, genau. Ja, die Rede soll sein von den Olsen Twins. Mhm. Mary-Kate und Ashley Olsen. Krass, ja. Die haben auch eine steile Karriere hingelegt. So früh haben die gestartet, das war mir auch nicht klar. Ja. Geboren 1986, für alle, die es nicht wissen, aber der Olsen Twins sagt ja schon, es geht hier um Zwillinge. Mhm. 1986 geboren und ja, schon im Alter von 9 Monaten wurden sie für die Serie Full House engagiert. Und teilten sich da die Rolle der jüngsten Tochter Michelle Tanner. Die Serie lief ja auch in Deutschland recht erfolgreich. Ja. Ne? Und ganz schnell wurden die beiden Mädchen beliebte Kinderstars. Krass. Also richtig beliebte Kinderstars. Ja. So beliebt, dass sie bereits mit 6 ihre eigene Firma gründeten. Ach. Gründeten, in Anführungsstrichen. Also der Manager hat das dann für die übernommen und ein Anwalt oder so. Ja. Aber mit 6 waren die im Prinzip kommerziell eigenständig unterwegs. Mein Manager erledigt das für mich. Das ich hab mein Manager erledigt das für mich. Kennst du nicht? Nee. Von Rio Reiser? Nee. Ah, okay. Nein, kenne ich nicht. Okay. Ja, schön. Also, so und ja, wie gesagt, mit 6 eben diese eigene Produktionsfirma quasi. Und ab 1992 dann haben sie gemeinsam in eigenen Fernsehfilmen gespielt, brachten eigene Magazine raus, wo sie selbst eben Thema waren. Ne? Also sie selbst, alles natürlich, ne? Ja, hat sie gemacht, aber haben sich quasi ihr Markenrecht schützen lassen, sehr frühzeitig. Auch nicht doof, ne? Und genau, und die Inhalte eben selbst gesteuert oder die Eltern haben es gesteuert oder wie auch immer. Ja. Ne? Ja. Bücher, Puppen, Videospiele, Kleidung, alles wurde auf den Markt geworfen, weil es gab ja eine Fanbase, die das kaufen wollte. Ja. Und 1995 endete die Serie und bis dahin waren die beiden wirklich als eigene Marke etabliert. Krass. Mit 10 Jahren waren sie bereits Millionärinnen und im Grunde genommen zog sich ihr Ruhm fort. In den frühen 2000ern dominierten sie die Szene vor allem als Stars für Kinder und Preteens. Also im Englischen gibt es ja diesen Begriff des Preteen. Preteen, ne? Ja. Also was wäre das, so zwischen 10 und 12 vielleicht oder so. Ne? Mhm. Sie waren immer wieder in Zeitschriften zu sehen und auch ihr Kleidungsstil wurde ganz genau beobachtet. Sie waren immer aktuell gekleidet und die Presse war auch total gespannt darauf, was passieren würde, wenn die beiden endlich volljährig würden. Also man muss echt sagen, ne, von frühester Kindheit an wurden die beiden beobachtet. Krass. Und ihr Leben verfolgt. Und 2004 war es dann soweit, sie wurden 18 und wie gesagt, das war ein großes Thema im Vorfeld. Mhm. 2004 haben sie dann auch ihren ersten eigenen Kinofilm rausgebracht, davor waren es vor allem Fernsehfilme. Mhm. Ah, okay, also hier kam gerade ein Geräusch und tatsächlich, Helge hat es gespottet, gibt es nicht auf Radio Bielefeld das geheime Geräusch? Ja. Also wer das weiß, ist jetzt was es hier war, bei 1000 Jahre jetzt Popkultur bitte an, genau, wir haben es aber gerade geklaut. Es ist das Eigenleben der Thermoskanne, in dem der Kaffee hatte auch was dazu zu darauf sagen. Darauf wartet, getrunken zu werden. Ja, wie gesagt, also dann gab es den ersten Kinofilm. Ja. Und rückblickend hat Ashley Olsen gesagt, mit 18 Jahren waren wir gerade nach New York gezogen und wir wussten, dass wir eine Pause von all dem brauchten, was wir zuvor gemacht hatten. Wir wollten Dinge entdecken, die uns noch interessierten und einfach wissen, was das Leben noch zu bieten hat. Mhm. Daraus wird natürlich deutlich, dass sie durchaus auch fremdbestimmt waren bis zu diesem Tag. Ne? Bestimmt, ja. Fremdbestimmt, bestimmt. Richtig.
Bestimmt fremdbestimmt. Ja. Im gleichen Jahr haben dann auch beide ein Studium angefangen in New York an der Uni. Ich glaube, die eine irgendwas mit Wirtschaft, die andere Psychologie oder sowas. Allerdings haben sie das beide auch nach einem Jahr wieder abgebrochen. Und in dieser Zeit, in der sie in New York lebten, wurden sie von der Presse ganz genau beobachtet, weil sie nämlich durch ihren Kleidungsstil ganz besonders auffielen. Also 2005 wurde Mary-Kate als Fashionstar von der New York Times bezeichnet. Oh, krass. Und die Modereporterin Terry Agins erinnert sich: Ich glaube, man nannte es Müllcontainer-Schick. Alles war oversized und sie hatten diese übergroßen Sonnenbrillen und den Look einer Stadtstreicherin und sie hielten immer einen Starbucks-Kaffee, das war ein großes Ding. So fast die Vorstufe zum Grunge, mal abgesehen vom Starbucks-Kaffee. Ja, ja, ja. Genau. Beziehungsweise Grunge hatten wir da ja schon. Ja, ne? Stimmt, also wir reden hier von 2004, okay. 2005. Okay. Aber das Thema Oversized haben wir in den letzten Jahren ja auch wieder in der Mode gehabt. Ne? Also es kommt immer wieder, wie man sieht. Ja. Stimmt, ja. Und 2006 war dann ein großes, großes Jahr für die beiden, denn sie gründeten ihr eigenes Modelabel The Row. Und The Row hat seitdem 6-mal den Designerpreis CFDA bekommen. Das ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Designer, insbesondere in den USA. Da gibt es nichts Wichtigeres. Mhm. Und interessant ist, dass sie ihr Modelabel eigentlich nie beworben haben, bis heute nicht. Mhm. Also in den ersten 3 Jahren haben sie auch keinerlei Interviews zu ihrer Modemarke selbst gegeben. Brauchten sie wahrscheinlich auch alles nicht. Ja, der Hintergrund war wohl einfach, dass sie das Label für sich selbst sprechen lassen wollten und nicht als diese ikonischen Figuren, die sie ja längst geworden waren, das Ganze antreiben wollten. Ein Jahr später gab es dann noch die Gründung der zweiten Marke, Elizabeth & James, das ein bisschen finanziell wohl zugänglicher war. Mhm. Und auch der eigene Stil änderte sich der beiden. Sie trugen nun vermehrt schwarz statt bunt. So. Mhm. Das ist eigentlich bis heute so. Und sie haben diesen Weg geschafft vom Kinderstar zu angesehenen Modeschöpferinnen im Luxussegment. Cool. Also etwas, was extrem ungewöhnlich ja. ist. Also wenn wir uns mal umgucken, fällt mir da eigentlich nur Victoria Beckham ein, die als früherer Popstar es geschafft hat, zuerst über diese merkwürdige Jeans-Marke, die sie da mal hatte, ne? Bis heute, wo sie eben eine absolut angesehene Modefirma leitet. Mhm. Also da gibt es keinen Unterschied zu Firmen, die irgendwie anderweitig entstanden sind oder so. Und haben die es auch geschafft, drogenfrei zu bleiben oder hatten sie mal einen Break? Ja, also natürlich, ich habe jetzt das Privatleben der beiden nicht so sehr in den Fokus genommen. Mhm. A, weil sie selbst eben auch privat nicht so zeigen und das auch gar nicht so wollen und sehr, sehr privat sind. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall das Thema Anorexie gegeben. Ah, also war bei einem der beiden Zwillinge. Also so ganz spurlos ist diese Geschichte nicht an denen vorbeigegangen. Mhm. Was jetzt massiven Drogenkonsum betrifft, weiß ich es nicht. Keine Ahnung, ob da irgendwas war. Okay. Ich meine nur, weil das ja oft bei so, so früh schon meistens... Umso interessanter finde ich eben, weil wir das ja ganz oft haben, dass Kinderstars irgendwann abdriften oder nicht den Weg ins Erwachsenensein in ihrem Business irgendwie schaffen. Und die beiden haben das krass hinbekommen. Also das ist wirklich Respekt. Sehr erstaunlich. Ja, ich habe hier noch ein anderes Zitat zu den beiden. Es gibt niemanden wie Mary-Kate und Ashley Olsen. Keine anderen Berühmtheiten werden mit der gleichen Mischung aus Bewunderung und Verwunderung beobachtet. Die Zigarette in der Hand schweben die Olsens durch unsere Welt, halten sich von sozialen Medien fern und bieten der Öffentlichkeit nichts von ihrem Privatleben. Mhm. Und das ist auch wirklich interessant, denn sie sind einfach nicht auf Social Media zu finden. Ah ja, cool. Finde ich sehr sympathisch. A, sympathisch und B, wieder sehr, sehr ungewöhnlich, gerade für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Absolut. Also man kriegt es immer mal wieder mit, wenn dann doch irgendwie eine Schauspielerin oder ein Sänger oder so dann doch auf Instagram landen und sie dann irgendwie sagen, ja, ich mache das, weil es eben Teil des Business ist. So, ja, es gibt aber immer noch genug, die es eben nicht machen und das finde ich auch cool. Ja, finde ich auch. Ne? Also definitiv. Ja, außerdem, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, macht The Row kaum Werbung. Also, dass man jetzt irgendwie eine Zeitschrift aufschlägt oder was weiß ich, irgendwo online schaut, dass da irgendwie eine Werbung von The Row ist, das findet man eigentlich nicht so. Ne? Also, und trotzdem hat sich diese Marke eine extreme Fanbase geschaffen. Ne? Also das ist jetzt alles in einem Preissegment, was für uns jetzt nicht so zugänglich ist, Helge, ja, aus dem Grund verschulden oder so. Ja. Aber so ein T-Shirt für 300, 400 Euro oder so. Ja, ne? So beginnt es dann, Jacken für 1.000 oder 2.000 oder so. Ne? Also es ist schon ein Luxussegment, aber innerhalb dieses Spektrums haben sie eine treue Anhängerschaft. Mhm. Und Terry Agins, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, die Modereporterin, sagt,
eben zu dieser Tatsache, dass die beiden auf Social Media nicht vertreten sind. Auf diese Weise Erfolg zu haben, ist fast unmöglich. Mhm. Sie gehen nicht zu Veranstaltungen, stehen selten auf dem roten Teppich. Sie bietern sich nicht an. Mhm. Und das scheint auch kein Plan zu sein. Die beiden sind wohl, wie man irgendwie so lesen kann, einfach extrem private Menschen und ziehen halt so ihr Ding durch. Cool. Und ich fand das gerade im Hinblick auf ja, die Karriere, die sie hatten, bevor sie 18 Jahre alt wurden, wirklich sehr erstaunlich, wie man so einen doch sehr selbstbewussten Weg in einem völlig anderen Segment einschlagen kann. Nicht nur das, sondern damit auch noch mega erfolgreich wird. Ja, das ist schon krass. Und zwar von Kritikern wie auch Kundschaft. Das muss man erstmal schaffen. Muss man erstmal schaffen. Ja. Haben die Olsen-Zwillinge geschafft. Sehr cool. Ja. Ich würde gerne ein bisschen Musik nachschieben. Ja. Das ist jetzt quasi das Kontrastprogramm. Wobei ein bisschen erinnert es vielleicht an die Zeit, als die beiden, wie hieß es hier, in ihrem Müllcontainer-Schick rumliefen. Du hast vorhin das Stichwort Grunge ja auch genannt. Mhm. Und ich habe mir eine Band rausgepickt, die ebenfalls als Jugendliche angefangen haben. Nämlich Silverchair aus Australien. Oh, geil. Du erinnerst dich. Ja klar, ja. Super geile Voll Band. Die Teen-Sensation gewesen, ja auch. Ne? Gibt es ja inzwischen wohl nicht mehr. Glaube ich auch, ja, das weiß ich gar nicht. Aber ja, ich habe mal geguckt, wie viel aufgelöst. Mhm. Ja. Geile aber Band. Als sie aufkam, hat man so gedacht, ja, krass. Jetzt bin ich gespannt, welchen Song du dabei hast. Ich habe mir einen Song ganz aus den frühen Anfangsjahren geholt, rausgesucht, der auch in den Charts gelandet ist, Pure Massacre. Ja, geil. Und das Stück ist von 95. Cool. Als die Jungs es aufgenommen haben, waren sie 15. Krass. Das muss man sich gleich nochmal so vor Augen führen. Ja. Als das Stück rauskam, 16, also ja, geil. Teenager. Sehr cool. Dann hören wir das jetzt, das hören würde ich wir sagen. Jetzt. Ne? Ja. Viel Vergnügen. Viel Spaß. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, fein. Sehr fein. Wir kommen jetzt zu einer exotischen Jugendkultur. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob du davon schon mal was gehört hast. Wir hüpfen weit in den Osten. Nein, es geht nicht um K-Pop. Wir gehen noch ein Stück. Ich hätte eher so die DDR, also noch weiter im noch Osten. Weiter, okay. Ja. Wir gehen auch noch weiter als Korea. Aha. Wir gehen nämlich bis nach Japan und treffen auf eine Jugendkultur mit dem klangvollen Namen Visual K. Visual K. Mhm. Hat nichts zu tun mit Special K, sondern Visual K, in Fankreisen oft als VK oder Visu abgekürzt, ist ein in Japan geprägter Sammelbegriff für optisch auffällige Musiker aus verschiedenen Musikrichtungen und die sie nachahmenden Fans. Mhm. Genau, und in Japan gehören Visual K-Musiker überwiegend der Independent-Musikszene an und haben innerhalb der Branche eine geringe wirtschaftliche Bedeutung. Die komplex vernetzte Szene allerdings finanziert sich nach inoffiziellen Angaben vor allem aus Verträgen mit großen Musikverlagen, wenn diese aufsteigenden Bands unter Vertrag nehmen. International hat sich Visual K jedoch zu einer der bekanntesten Erscheinungsformen der japanischen Populärmusik entwickelt. Und die Bezeichnung setzt sich aus dem englischen Begriff Visual, also optisch, visuell, und dem Kanji K, in diesem Zusammenhang Art, zusammen. Visual K ist gekennzeichnet durch das auffällige und ungewöhnliche Aussehen der Musiker. Die Musik kann keinem bestimmten Genre zugeordnet werden. Visual K-Gruppen spielen unter anderem J-Pop oder J-Rock, also japanischen Pop oder japanischen Rock, wobei sich viele Bands nicht nur auf eine Musikrichtung beschränken. Das haben wir da übrigens sehr häufig. Ja, deshalb ist dieser Begriff J-Pop und J-Rock auch eigentlich ziemlich nichtssagend. Mhm. Ja, genau. Ja, wie kann man das jetzt beschreiben? Also Anfang der 80er Jahre begannen so einige japanische Musiker, sich stilistisch und optisch an der westlichen Musikszene zu orientieren und sich außergewöhnlich zu kleiden und zu schminken. Und Einflüsse dafür stammten aus den Bereichen New Romantic, Glam Rock, Sleaze Rock sowie dem Gothic der frühen 80er Jahre. Und als Vorbilder dienten unter anderem Musiker wie David Bowie, Kiss, Twisted Sister, die sich wiederum am japanischen Kabuki-Theater und an den Takarazu-Revue inspiriert haben lassen vom Aussehen her, sowie die modischen Aufmachung von Visage, Susie and the Banshees und Alien Sex Fiend. So, und so kann man sich das optisch auch ungefähr vorstellen. Das ist also so ein bisschen bizarr. Und es ist unklar, welche japanischen Musiker zuerst in diesem Visual Cage die auftraten. Als Vorläufer gilt allgemein die Band X oder später auch X Japan. Und ab wann dann? In Japan? Ende der 80er. Aha. Mhm. Und das hat sich bis heute gehalten. Ja.
Und wenn sich die Band diesem Stil nie zugehörig erklärt, also die Band hat sich dem Stil nie zugehörig erklärt, die spielen nämlich Metal. Und rasche Verbreitung fand Visual K dann während der 90er Jahre, als es Bands wie Lunacy und Malice Mizer gelang, den Stil in Japan als eigenen Modetrend zu etablieren. Seit Ende der 90er entstehen Visual K-Bands unter anderem auch in den USA, Frankreich, Deutschland und Schweden. Ja, das Aussehen. Es gibt keine festen Regeln in Bezug auf Kleidung und Schminke. Die Musiker, die kombinieren eben verschiedenste modische Elemente wie Gothic und Punk, aber auch stilisierte Schuluniformen und Fantasiekostüme. Zudem wechseln die Bands die Stile und Outfits oft in kurzen Abständen. Und in den Anfängen zeichneten die sich Visual K vor allem durch auffällige Frisuren oder Perücken aus, grelles Make-up und exotische Kleidung. Und ein Zurückgreifen auf traditionelle japanische Kunst, wie zum Beispiel das Kabuki-Theater, in dem alle Rollen von Männern gespielt werden. Und heutzutage werden die Haare meist lang oder halblang getragen und verdecken einen Teil des Gesichts. Nicht selten hat jedes Bandmitglied eine andere Haarfarbe. Die Augen werden schwarz umrandet. Also ein bisschen Emo-mäßig. Ja, schon auch ein bisschen Emo-mäßig, genau. Das spielt auch mit rein, ja. Die Augen werden schwarz umrandet, oft werden auch Kontaktlinsen verwendet, die die Augenfarbe verändern, wie bei Marilyn Manson zum Beispiel. Und dominierten so früher in Anlehnung an Gothic und Punk schwarze Kleidung, Latex und Leder, werden mittlerweile viele verschiedene Farbtöne getragen, die oft absichtlich unpassend kombiniert werden. Zugehörige Accessoires sind beispielsweise Korsetts, Gürtel, Plateauschuhe und Hosenbeine, die kein integraler Teil der Hose sind. Wenn ich auch Måneskin in die Richtung? Ja, klar. Absolut, quasi. Absolut. Gutes Beispiel. Oder inspirieren lassen. Ja, auch immer. Definitiv. Gutes, sehr gutes Beispiel. Mhm. Aktuelles Beispiel, genau. Auch Barock- und Rokoko-artige Kleider kommen vor. Ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel eben die Band Malice Mizer aus Japan. Darf ich fragen? Aus Japan. Genau. Darf ich fragen, wie... singen die auf Japanisch oder auf Englisch? Ja, also die klassischen Bands singen tatsächlich auf Japanisch. Mhm. Mhm. Aber eben dadurch, dass es jetzt eben so einen Rundumschlag gab, ist es eben... Na klar, um international irgendwie auch vielleicht gehört herzu werden. Genau, genau. Es gibt halt auch japanische Bands, ich spiele auch gleich noch einen Track auf jeden Fall, den ich persönlich auch echt stark finde, von einer Band namens Lunacy, die eben Mitbegründer auch von dem Genre, als Mitbegründer von diesem Visual K-Genre gelten. Mhm. Eine Weiterentwicklung von Visual K ist Oshare K. Das bedeutet so viel wie hübsch, süß oder modisch. Und Vertreter dieses Stils geben sich möglichst niedlich und tragen viele bunte Accessoires wie Schleifen, Schmucksteine, Haarklammern und Armbänder. Und bei der Kleidung, meist kurze Hosen und bauchfreie Hemden, dominieren hellere Farben. Auch das Make-up ist bunt und hell. Ja, und die Lolita-Mode, die durch den Visual K-Musiker Mana benannt wurde, stellt eine eigene Modeerscheinung dar. Ja, in westlichen Ländern wird häufig angenommen, die meist männlichen und oft androgyn auftretenden japanischen Visual K-Musiker seien homosexuell oder transgender. Sind sie aber meist nicht. Der Gebrauch von Lippenstift, Haarstyling und weiblicher Kleidung erklärt sich jedoch einerseits aus fernöstlichen Schönheitsidealen, eben auch, wie gesagt, schon im Kabuki-Theater, durch die Übersteigerung solcher Traditionen aufzufallen und zu schockieren. Ein vergleichbarer Einsatz von androgynen Auftreten zum Zwecke der Provokation ist dann im Bereich der westlichen Rockmusik und des Metal zu beobachten, etwa im Glamrock oder Glam-Metal. Ne? Genau. Ja, die Übernahme von modischen Elementen der Gothic-Szene führt oft zu der geäußerten Ansicht, Visual K stelle eine Spezialform der Gothic-Bewegung dar. Dagegen spricht jedoch vor allem der fehlende Bezug vieler der Musiker zur Gothic-Musik, sowie die häufige Verwendung greller Haar- und Kleiderfarben, die für das Gothic-Umfeld eher unüblich sind. Ja, bei Visual K handelt es sich im Gegensatz zur Gothic-Subkultur um ein rein äußerliches Erscheinungsbild. Und meistens fehlt der Gothic-Bewegung zugerechnete individuelle Anspruch der inneren Einstellung vom Weltschmerz, düster Romantik und Interesse an Mystischen und Okkultem, weshalb sich so die Gothic-Kultur in Japan gegen Visual K und insbesondere gegen die in der Visual K-Szene vorhandenen Nachahmungstendenzen deutlich abgrenzt. Zur Verwechslung beider Szenen trägt jedoch unter anderem die dann auch mit der Visual K-Szene verbundene Gothic-Lolita-Mode bei. Zudem wurden einige Gruppen aus dem Visual K-Umfeld als Gochiku-Kai oder Elegoth-Kai bezeichnet. Der Gothic-Bezug beschränkt sich dabei doch meist auf rein modische Äußerlichkeiten. Ja, und ursprünglich... Das optische spielt schon viel eine Rolle, so in Japan, absolut, Korea und so. Absolut, ja. Ja, es ist wirklich sehr, sehr weit vorne. Mhm. Ne?
Ja, und ursprünglich in den 80ern in Japan eben entstanden und im eigenen Land eine Randerscheinung, findet die Visual Kei-Szene etwa seit dem Jahr 2000 weltweit zunehmend Anhänger. Mittlerweile wird sie auch in Musik- und Jugendzeitschriften vermarktet und die westliche Visual Kei-Szene besteht zum größten Teil aus jungen Frauen und Mädchen, die überwiegend über Manga, Anime und japanische Populärmusik mit der Szene in Kontakt kommen. Und Hauptmedium ist natürlich das Internet. Einige deutschsprachige Anhänger der Szene bezeichnen sich selbst als Visuals oder Visus, während diese Begriffe von anderen als herablassend oder beleidigend empfunden werden. Ja, die wichtigste öffentliche Aktivität von den Szenemitgliedern ist der Besuch der Visual Kei-Treffen, VIT abgekürzt, seltener auch von Anime-Conventions. Bei solchen Gelegenheiten veranstalten sie unter anderem Outfit-Wettbewerbe, Fotoshootings, gegenseitige Eintragungen in Freundesbücher. Im Gegensatz zu Anime-Conventions, die oft überregional, teilweise auch kommerziell organisierte Treffen von Manga- und Anime-Fans sind, sind Visual-Treffen privat organisiert und lokal begrenzt. Und eins der größten Visual-Treffen im deutschsprachigen Raum ist das Kölner Visual-Treffen, welches lustigerweise Kö-Wit abgekürzt wird. Das klingt doch mal nach großer, weiter Welt, oder? Absolut, genau. Ja, ich möchte ein Musikstück spielen, damit du und ihr auch einen Eindruck kriegt davon, wie das klingen kann. Ich habe mich hier tatsächlich abgeholt gefühlt. Irgendwie Lunacy, die Band aus Japan, aus Tokio, glaube ich sogar, die haben da schon so ein bisschen Schmiss. Das ist schon schmissiger, cooler Independent-Rock. Und das hören wir uns jetzt mal an. Cool. Viel Spaß. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, Ohrwurm-Potenzial, ja, krass, würde ich, ne, sagen. Ne? Ja. Und gute Grand Prix-Chancen. Ja, ESC, absolut. Ne? Absolut. Auch. Aber du hast gesagt, aus dem Jahr 2000. Ja. Also das muss man auch bedenken, dass das Ganze jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. 22 Jahre jetzt, ne? Jahre genau. Alt. Ja. Na, yes. Yes. Ja. Okay, wir kommen zum letzten Thema des heutigen Teils. Ja. Und ich habe gerade schon zu dir im Off gesagt, es ist nur ein kleines Thema, das mir bei deinen Sinn gekommen ist, aber irgendwie gibt es dazu gar nicht so viel Material online. Also ich hätte irgendwie gerne mehr Wissenschaftliches dazu gefunden, aber das war nicht so. Ja. Und zwar wollte ich mal kurz so ein bisschen auf das Thema Mädchenliteratur und Backfischroman und so eingehen. Ja. Backfischroman. Ja. Gibt's das Genre? Ja, gibt es. Ja, ja. Und du wirst den bekanntesten Roman kennen, der aus diesem Genre Backfischroman stammt. Rate doch mal. Backfischroman. Also es ist ja ein alter Begriff, ne? Backfische haben wir ja eher so. Ja, klar, ne? Das weiß ich, aber jetzt überlege ich gerade. Ich kenne es, sagst du? Ja, oder so klassische Mädchenliteratur, genau. Ja, ich weiß nicht, ob das in eurem Haushalt, so als du groß wurdest mit zwei Jungs, vielleicht nicht so. Vielleicht bei meinen Schwestern. Ja, es ist schon, es ist zwar 1885 erschienen, ja, aber es ist eigentlich ein Klassiker, nämlich der Trotzkopf. Da fällt Hanni und Nanni schon mal weg. Der Trotzkopf, genau, ja klar kenne ich das. Genau. Ja, klar. Weißt du, was komisch war? Ich hatte das Buch natürlich auch, ja, aber es war in so einer alten Schrift geschrieben und es sah immer aus wie der Fotzkopf. In Sütterlinisch. Fand ich immer ein bisschen verstörend. Der Fotzkopf. Ja, okay. So, also das kennt man als klassische Mädchenliteratur. Ja. Und nun, sind das eher Sachen, die vielleicht du nicht so gelesen hast? Ich weiß es nicht. Nee, gelesen aber, weiß ich gerade auch tatsächlich gar nicht, ob ich das gelesen habe. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Also viele dieser Bücher, auf die ich jetzt zu sprechen kommen möchte, wurden einem ja auch oft geschenkt von irgendwie Verwandtschaft oder Freunden oder so. Mhm. Und ich denke mal, dass Jungs dann eher Abenteuergeschichten geschenkt wurden und Jungs dann Mädels eher Mädchengeschichten oder so. Ne? Ja. Deswegen frage ich mich, vielleicht kennst du das gar nicht so. Aber sicherlich wird dir ein Begriff sein, der Verlag, der Franz Schneider Verlag. Ja. Schneiderbücher. Ja, klar. Und die sind mir nämlich in den Sinn gekommen, denn unter anderem sind die mir in den Sinn gekommen. Denn die haben wirklich massenhaft Bücher auf den Markt geworfen, die ganz speziell an heranwachsende Mädchen gerichtet waren. Mhm. Ja, lange nicht mehr gehört, die Sirene. Jetzt ist sie wieder da. Sie wieder, ein grandioses Comeback. Das Wasserzeichen unseres Podcasts. Ja. Das akustische. Aber mit Licht, das ist nicht cool. Es ist also dringend. Ja. Wir hoffen, dass alles gut ausgeht. Ja. Ja, gut. Franz Schneider Verlag, gegründet 1913 von Franz und Luise Schneider, ein Ehepaar. Also Franz ist irgendwann gestorben nach dem Zweiten Weltkrieg, während der Nazizeit nicht so rühmlich gewesen wie die meisten deutschen Betriebe, sage ich mal. Haben dann aber die Kurve gekriegt im Nachkriegsdeutschland
Franz dann irgendwann auch gestorben und Luise Schneider hat übernommen, irgendwann dann auch ihr Sohn. Ja. Und das Verlagshaus hat vorwiegend Kinder- und Jugendbücher rausgebracht. Mhm. Am bekanntesten, das ist gerade schon kurz erwähnt, war die Hanni und Nanni-Reihe. Ach, ne? Guck mal, das war auch ja, richtig. Da, ja, Schneiderbuch, genau. Ja, ja, krass. Oder auch Trixi Belden, ja, kenne ich auch. Tina und Tini und so. Ja, ne? Kennt man, ja. Aber man direkt Bock, das wieder zu lesen, oder? Zu mir geht es jedenfalls so. Ja. Geil. Und mir sind dann auch nochmal andere Bücher eingefallen von anderen Verlagen. Aber wie gesagt, also gibt es einfach nichts wirklich Umfassendes zu lesen online. Ja? Ja. Also gerade so in den 50er und 60er Jahren gab es viele an Mädchen gerichtete Romane, an heranwachsende junge Frauen. Mhm. Und manchmal, wenn man so durch Antiquariate spaziert, dann sieht man manchmal solche alten Bücher. Dann ist dann irgendwie so ein Frauenkopf gezeichnet irgendwie drauf. Und diese Bücher tragen so Titel wie Antje im Glück, Dagmars mutige Tat, Die neugierige Brigitte, Die verhexte Ferienfahrt, das habe ich sogar, es ist auch toll. Gerti zwischen Samt und Seide, Karin sucht ihr Glück, Tilly im Landschulheim, ne? Natürlich ja, große klar, Sache, Internat, ja. Landschulheim immer, und so. Immer Thema, ja. Bärbels fröhliche Lehrzeit, Bärbel. Ja, eine neue in der Klasse, auch immer aufregend. Ja. Oder auch, hatte ich auch, im Internat gibt es keine Ruhe, von Marie-Louise Fischer. Und Marie-Louise Fischer war auch so eine Autorin, die massenhaft für diesen Markt geschrieben hat. Nicht nur klassische Mädchenliteratur, auch andere Geschichten, auch, ja, auch für erwachsene Frauen und so. Aber ja, und ich fand das nochmal interessant, jetzt auch so zu sehen, wie sich auch natürlich auch inhaltlich, also wenn wir so in die Zeit der, ich sag mal, 30er bis 50er Jahre gucken, dann hatte das immer ganz viel damit zu tun, dass diese jungen Frauen ehebereit wurden, mhm, ne, ab einem gewissen Zeitpunkt in diesem Roman. Mhm. Und im Verlauf der Jahrzehnte ändern sich natürlich auch die Themen in diesen Romanen. Mhm, also, auf jeden Fall. Mhm. Dann liest man eher davon, wie vielleicht die junge Frau wegzieht, um irgendwie ihre Ausbildung zu beginnen. Oder auch das Thema Jungs spielt dann nochmal eine ganz andere Rolle als bei diesen ganz frühen Romanen. Mhm. Später kam dann auch Sozialkritischeres eher dann auch zum Tragen. Und ja, viel mehr habe ich eigentlich dazu nicht. Ich hätte gerne mehr, aber ja, vielleicht, wenn ihr demnächst mal in einem Antiquariat, in einem Secondhand-Buchladen über so ein Buch stolpert, guckt mal rein. Also, Brockensammlung. Was? Brockensammlung? Ja. Ich habe letztens mitbekommen, dass sie sich richtig, also in Bielefeld die Brockensammlung. Ja, die ist mega. Dass sie riesig, dass sie sich voll auf, also richtig krass. Ich kenne die noch von vor 20 Jahren, wo das so eine Spelunke war. Das ist mega. Also ich bin ja mit Noemi jetzt schon mehrfach da gewesen. Es ist einfach echt, man kann da wirklich schön so einfach ein paar Stunden zum Stöbern verbringen. Man findet auch immer irgendwas. Ja, muss ich demnächst hin. Kannst du wirklich machen. Also das haben sie wirklich toll gemacht. Und auch gerade die Büchersektion wird dich wahrscheinlich sehr cool in Beschlag nehmen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Was ich aber noch als interessante Info zum Thema Mädchenbücher herausgefunden habe, ist nämlich, dass wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden haben, dass Mädchenbücher beinahe ausschließlich einen weiblichen Adressatinnenkreis besitzen und von Jungen abgelehnt werden, aber rigoros abgelehnt werden, während an Jungen gerichtete Bücher wie zum Beispiel Abenteuer- und Bandengeschichten auch bei Mädchen auf Interesse stoßen. Aha. Sollten wir das nicht mal langsam ändern? Das ist interessant. Dass auch Jungs Sachen lesen, die eher an Mädchen gerichtet sind. Ja, das Leute, ist abgefahren. Aber was ist los mit euch? Ja, wirklich. Vor allen ich verstehe das einfach. Gerade du sprichst es gerade an. Es bricht euch nichts ab, ne? Oder euren Jungs, euren Kindern. Es verkürzt nicht den Penis. Nein. Nein. Vor allen Dingen, meine Tochter findet ja sogar die wilden Kerle geil, auch wenn die null für Fußball übrig hat. Ja. Aber sie findet es trotzdem cool. Ach, geht es darin um Fußball? Okay, ja, hauptsächlich, ja. Okay. Du siehst. Ja. Ne? Ja. Selbst das ist dann, spielt halt keine Rolle. Ja. Ne? Naja. Schön. Das nochmal ein Plädoyer oder beziehungsweise insgesamt nochmal ein Blick auf diese Art der Jugendliteratur. Ja, sehr schön. Und du hast, glaube ich, noch einen Rausschmeißer. Ich habe noch einen Rausschmeißer, einen wehmütigen Rausschmeißer, der so ein bisschen uns in unserem jetzigen Alter appelliert. Ich dachte mir, das könnte man als Ende der... Those were the days, my friend. Hätte ich machen können. Nein, ich habe, weißt du, ist in Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt gewesen. Die französische Chansonnette Françoise Hardy. Ja, natürlich. Ja, kennst du, ne? Natürlich. Von der hören wir jetzt als Rausschmeißer Time's Passing By. Ach, hat die auch auf Englisch gesungen? Ich kenne ihre französischen Songs. Sehr, sehr schön. Passt gut. Lasst euch den Text als Mitte-40er auf der Zunge zergehen. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt 1000 Jahre Popkultur. Macht's gut. Tschüss. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song
nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt.